Hallo und herzlich willkommen zu meinem weiteren Video der großen PS Vita Spielbeschau mitsamt PS Vita Schulter PlayStation Kanone. Wir schauen uns heute mal einen Ableger des Tennisspiels Virtual Tennis 4 auf dem kleinen Handheld an. Heute mit anderem knarzenden Stuhl, weil, ne, muss ja Abwechslung sein. Und ich schulter mir das ganze Ding, pack mir noch die Kopfhörer drauf, damit ich auch was höre. Und steigen dann mal ein. Ja, was kann ich schon mal vorab sagen? Hier lädt gerade ein Demo-Match, das wollen wir aber nicht haben. Im Kern ist es dasselbe Spiel wie auf der PS3 und auf der 360. Mit ein paar kleinen Extra-Features, die wiederum die Features der PS Vita nutzen, sprich den Front-Touch, die Vor- und Hinterkamera und den Neigungssensor. Da wollen wir auch mal versuchen, mal reinzugehen. Aber wir gucken doch uns zunächst einmal in der Schnelle. Ne, wisst ihr was? Das machen wir zuallererst. Und dazu gehen wir in die VT-Apps. Gut, Touch Versus kann ich euch eigentlich auch mal zeigen, auch wenn es eher lustig ist, das Ganze jetzt zu zweit irgendwie zu zocken. Das Ganze ist dann so ein bisschen aufgemacht wie die Papierflieger auf dem Nintendo DS. Ihr nehmt die PS Vita dann quer und überspringen das mal. Also im Normalfall würde dann die PS Vita dann eben flach zwischen zwei Spielern liegen. Okay, das ist meine Wenigkeit mit einer gefotoshoppten Face-Textur, das man auch nutzen kann. Und ich bin links und habe Aufschlag und tipp dazu immer. Zack. Nice, gleich ein Aufschlag. Okay, da jetzt keine KI mitmacht, muss ich natürlich auch den zweiten Spieler übernehmen. Natürlich jetzt sehr schlau. Dazu tippe ich dann einfach hin. Tipp. Und so kann man das spielen. Man kann aber auch, wenn man will. Ups. Man muss einfach nur tippen. Man kann aber auch die Tasten nutzen. Weil jeder Spieler hat ja im Grunde ein einfaches Steuerungspaar, bestehend aus einem Analogstick und vier Face-Buttons. Die Face-Buttons werden beim linken Spieler dann dementsprechend repräsentiert durch das Steuerkreuz. Aber die funktionieren ja auch nicht anders da. Also so kann man es auch spielen, wenn man will. Aufschlag machen. Und so kann man sich eigentlich auch ganz nett, ups, im Bus oder irgendwo zu zweit die Zeit vertreiben. Da wollen wir auch gar nicht länger drum herum machen. Das gibt es bei einer anderen Gelegenheit bestimmt nochmal. So alleine hier ist das recht witzlos. So, dann nehmen wir mal das VR-Match. Das ist quasi Tennis in der Ego-Perspektive. Spielen wir nochmal hier gegen Gonzales. Lädt, lädt, lädt. Ladezeiten sind eigentlich soweit okay. Ist jetzt nichts Dramatisches, nicht so schlimm wie. Ist mir der Name entfallen? Achso, Wipeout. Ne. Also, das ist quasi das Worst Case in Sachen Ladezeiten und alles andere ist dahingehend dann eine wahre Erleichterung. So, auf geht's auf den Platz. Und ich kann jetzt hier durch das Neigen der Kamera, seht ihr? Way. Ich kann jetzt hier so eine, wie so eine Ego-Perspektive das ganze Ding steuern. Mal Aufschlag. Oh. Natürlich völliger Quatsch, also um gleich mal zu sagen, es ist an und für sich eigentlich völliger Quatsch, weil wer spielt denn so? Ego-Tennis oder was? Aber es geht, wie ihr sehen könnt. Das war ein hoher Lob. Macht der übelst einen Spin. Kriegt ihr den noch? Ja. Geht ja sowieso automatisch, aber das ist einfach nur dazu da, um halt die Neigungskamera, Neigungssteuerung da ein bisschen zu nutzen. Ich dachte, komm, wisst ihr was, den Modus machen wir rein. Bam! Hat er einen hohen Ball hier. Zack. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Jo, okay, das war das. Also ihr seht, Neigungssteuerung geht damit auch. Aber auch jetzt nichts Weltbewegendes. Also geht's wieder raus. Dann hätten wir als nächstes das Schaukelschiff. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht aufgewählt. Machen wir das doch mal. Ich habe die anderen drei Sachen gemacht. So, auf geht's. Ach so, okay. Also sprich, mein Spieler schlägt automatisch und ich muss durch das Neigen des Schiffs. Ah. Nein, doch nicht. Ich muss beides machen. Gott. Aha, okay. Ich neige mich quasi durch die Neigung, kann ich mir die Ziele dann zurechtlegen. Ja, auch ganz lustig.
So, die waren jetzt ganz einfach eigentlich, die Flaggen dann. Die Kamera passt ab. Das ist auch ein Beispiel dieser ganz vielen Minispiele, die es hier in Virtual Tennis gibt. Yay, damit habe ich wieder alle aufgeladen. Nein. Die auch im World Tour Modus drin vorkommen, den ich auch noch versuchen will zu zeigen. Voilà, nicht gegen das Holz. Das geht dann doch nicht ganz so perfekt mit meiner Halterung. Komm, den rechten Panorama. Mal. Nein, noch ein. Oh Mann! Ja, da. Geht hier nur 60 Sekunden das ganze Match, von da an. Und als nächstes nehmen wir nur noch. Oha, jetzt gibt's da oben ein dickes Bonus-Schild. Krieg ich das? Nehmen wir noch. Schreit dahinter, ne? Also gesteuert wird das, um auch mal kurz die Steuerung nochmal zu erklären. Einfach wahlweise mit dem linken Analogstick oder dem Steuerkreuz. Und die verschiedenen Schläge führt ihr aus über das Kreuz. Das ist euer normaler Topspin. Das Viereck für einen Lob. Und dann Dreieck für einen hohen Schlag. Und dann habt ihr noch den Kreis. Damit könnt ihr einen super Ausschlag ziehen. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Jo, Highscore war jetzt nicht so überragend, aber dafür, dass ich hier mit der Kamera da rummontiere, passt es ganz gut. Gut, und dann gibt es noch eins. Da kann man quasi ein Foto machen und dort einen virtuellen Tennisspieler daran platzieren, um so ein bisschen Augmented Reality Kram zu machen. Das ist aber jetzt nicht so wichtig. So, gehen wir nochmal zum Schluss und damit auch vielleicht zum Hauptteil des Videos. Und je nachdem, wie lange ich noch Bandlaufzeit habe, in den World Tour Modus. Der ist eigentlich ganz lustig. Man hat die Chance, oder man kann während des Spielens der World Tour online gehen, was ich auch tun werde. Das hat den Vorteil, dass man als Spieler, also als KI-Gegner, bei anderen Spielern, die ebenfalls dieses Feature einschalten, dort auftaucht und dann derjenige dann gegen einen spielen kann. Das ist doch immer eine ganz nette Kiste, dass man quasi dann, je nachdem, also man hat halt sehr unterschiedliche Gegner. Also nicht nur die vorgefertigten Weltstars und so, sondern auch hier den ein oder anderen selbst kreierten Spieler. Und das macht das Ganze ein bisschen individueller. So, jetzt will er sich hier gerade einwählen. Gelegenheit nutzen. Gucken, wie Laufzeit ich noch habe. 12 Minuten. Unerlebt. Ein Fehler ist aufgetreten. Warum das denn? Gut, ich hatte gerade einen kleinen Fehler, aber das soll uns nicht weiter kümmern. Was? Gut, ich habe gerade vielleicht Probleme damit, mich zu verbinden. Hatte zwar die ganze Zeit nicht. Aber das ist auch nicht so wichtig, das wollen wir hier jetzt eh nicht zeigen. Die grundlegende Idee ist eigentlich, dass man halt über den Knopf bewegen sich fortbewegt. Man kann mit der Karte kann man sich dann halt eben umsehen. Das kann man auch während der Bewegung machen. Von da an ist es nicht so wichtig. Wie schon erwähnt, das Spiel, diese World Tour, ist aufgebaut wie ein Brettspiel. Sprich, ihr habt verschiedene Ereignisfälle, so wie in Monopoly oder Spiel des Lebens, wo verschiedene Dinge passieren können. Diese blauen sind meist Minispiele, mit denen ihr, wenn ihr diese gut absolviert, eure Statistiken eures Spielers verstärkt, also sprich Kondition, Schlag, Defensive und so weiter. Dann gibt es kleine Übungsmatches, dann gibt es noch so Trikots. Damit steigert ihr euer Ansehen bei Fans, also jemand gibt dann Autogrammstunden, macht irgendwelche Benefizveranstaltungen und allen so ein Kram, einfach um euer Ansehen zu steigern. Dann gibt es noch sogenannte, so Managerbuden. Wie heißen die? Genau, Managerbüro. Da kann man sich die notwendigen Tickets kaufen. Ups, da war ich schon richtig. Denn ihr bewegt euch fort über Tickets, die immer zufällig eine bestimmte Anzahl an Feldern beinhalten, die ihr dann euch bewegen könnt. Jetzt mit dem Zweier-Ticket könnt ihr euch zwei Felder bewegen. Den 3, den 2, und dann habe ich ein Spezial-Ticket mir mal gekauft. Jetzt habe ich allerdings vergessen, was das kann. Ich glaube, damit konnte ich das eine mischen. Und man kann sich auch in diesen Managerbüros Einsatzticket kaufen, weil es schon ganz gut ist, dass man eine Auswahl hat, um einfach zu sagen können, okay, ich will jetzt da hin und ich will jetzt zum Beispiel nicht hin, sondern zur Erholung. Hätte ich jetzt aber kein Zweier-Ticket, keine Dreier-Tickets, sondern so Zweier und Einser, wäre ich halt genötigt, dahin zu gehen. So, okay, aber Kondition sieht noch soweit gut aus. Gehen wir doch einfach mal dahin, das ist doch auch Spaß. Okay. Jo, die Sterne erhöhen sich auch. Das ist dahingehend wichtig,
Die sind notwendig, um an den großen Turnieren dann später teilnehmen zu können. Also ihr steigt quasi durch diese Anzahl der Sterne in einem Rang auf und kriegt dann dadurch auch Zugang zu größeren Turnieren. Wir haben schon 84. Okay, und 24 Tage noch über. Dann machen wir mal einen größeren Schritt und nehmen wir hier ein Übungsmatch, damit wir auch mal nochmal richtiges Tennis sehen. Richtiges Tennis. Ich habe es auf einfach gestellt, zunächst. Aber man kann auch im Verlauf des Spiels den Schwierigkeitsgrad einfach hochstellen. Ich habe gedacht, komm, fängst du mal vielleicht an, hast schon ewig kein Tennis mehr richtig gespielt. Da spielen wir immer wieder gegen den Daniel und hier links ist der Mad Cow mit Brandface. Weil die Kamera ist echt nicht so der Hit, aber ich habe mir gedacht, komm, nutze das, warum auch nicht. Und dann sehen wir auch mal, wie geil es eigentlich auf diesem kleinen Head aussehen kann. Ich mache Aufschlag. Okay. Also vielleicht ist die KI schon sehr einfach, da macht man mit drei Sätzen macht man meistens hier das Spiel. Nee, Quatsch, zwei. Ups, das war zu hoch. Wichtig ist ja hierbei, es ist, Virtual Tennis ist ja nach wie vor sehr arcadic, was mir sehr zusagt. Wichtig ist, wo man steht, also dass man möglichst schon da steht, wo der Ball ungefähr hinkommt und dass man seinen Schlag auflädt, also sprich die entsprechende Taste schon mal bereits drückt. Damit man einen wesentlich festeren Schlag macht und über das Steuerkreuz oder über den linken Analogstick, den krieg ich nicht mehr, Mist. Kann man dann noch den Drift, den Drall noch dazugeben. Quasi, wohin soll der Ball gehen? Nicht so gut. Kommen wir den nur einen rein. Na, der Ball ist dann so flach. Achso, kein Wunder, weil ich auch mit Viereck schlage. Ich will auch mit X schlagen. Ja. Ja, siehst du, schon besser. Komm, Ball, Junge, hopp. Also ich war wirklich überrascht, wie viel Spaß mir doch dieser World Tour Modus gemacht, nicht nur gemacht hat. Ich bin hier noch dran beim Zocken. Gerade weil er eben durch diese Etappen und durch diesen kleinen Aufbau, durch ganz kleine Etappen und Happen sehr gut geeignet ist, um ihn auch unterwegs zu spielen. Also man macht hier mal ein Match oder da mal ein Minispiel und hat trotzdem irgendwie das Gefühl, man hat was geschafft. Weil man ja insgesamt in dieser World Tour dann ja vorangeschritten ist. Und man kann aber auch einfach mal zwischendrin eine Pause machen. Man ist jetzt nicht so genötigt. Gut, mal abgesehen, wenn man jetzt an einem Turnier während dieser World Tour mitmacht, nicht genötigt, oh, ich muss jetzt weitermachen, sondern ich kann jetzt auch mal die Vita zur Seite legen. Scheiße, ich hab den Bus verpasst. Und dann geht's dann doch wieder weiter. Okay. Wieder wahrscheinlich voll den Wolf gelabert. Man kann auch im Ad-Hoc, also Ad-Hoc-Modus gegeneinander spielen, das ist auch ganz cool. Und jetzt hat der Aufschlag. Natürlich vorausgesetzt, dass beide Spieler eine Vita haben und beide das Virtual Tennis. Crossplay geht leider nicht, da habe ich jetzt keine Option für gesehen. Ist aber auch, glaube ich, nicht groß geplant, wobei das, glaube ich, cool wäre. Noch ein Feature, was ich auch erklärt haben will. Ihr seht oben am oberen Bildschirm die beiden Leisten. Einmal links für meine und rechts für die des Gegners. Das sind sogenannte Supertechniken, die ihr auffüllen könnt, wenn ihr bestimmte Bedingungen erfüllt. Beim Grundschlag, glaube ich, muss ich immer so gute Schläge von hinten, also hinter der Grundlinie schlagen, um ihn aufzuladen. Und wenn der voll ist, muss ich mal hin. Ich kann es hier vielleicht mal zeigen, dass es klappt. Ja, genau, der hat ihn aufgeladen. Wenn er voll ist, kann ich dann diesen Superschlag ausführen. Was nicht immer zu einem garantierten Punkt führt, aber ein besonderer Schlag ist, wo der Gegner dann doch schon mal zu hadern hatte, diesen ja, zu parieren. Den will ich doch nochmal zeigen. Komm. So war das jetzt schon im Match und konnte ich mir den Links zeigen, was? Jo! Gut, so viel dann zu der Supertechnik. Ich hätte es nochmal auf normal spielen sollen. Dass es doch nicht nur mehr als ein Spiel, ein Satz ist. Ach, das war ja nur ein Übungsmatch, deswegen. Jo, dann gibt es immer Wertung, wie gut ihr gespielt habt und entsprechend dann auch Geld. Und dementsprechend Sterne für euren Rang. Bum, bum.
Und Spiele und Übungsmatches und Minispiele zehren an eurer Kondition, die ihr dann aber auch eine gewisse Menge davon braucht. Dieses könnt ihr aber auch über Spezialtickets wieder aufleveln oder über, jetzt kann ich es auch so zeigen, hier, wenn ihr zum Beispiel so auf eine gute Ruhepause geht, dann könnt ihr diese auch wieder auffüllen. Okay, dann mal zurück. Was haben wir denn hier noch? Machen wir so ein Minispiel, was haben wir denn da? Das ist doch das Hühnerlaufen, oder? Ja, komm, machen wir nochmal den Hühner, den Eiersammler. Und gehen ins dritte Level. Hey, die Minispiele sind insgesamt alle sehr lustig, also das ist dann auch sehr erfrischend, nicht nur die ganze Zeit mal Tennis zu spielen, sondern wie sagt man immer so schön, es ist halt ein Videospiel, ne? Es ist nicht so fortstrockene Tennis-Simulation, sondern wird eben auch ein bisschen ganz amüsant hier durch so kleine Minispiele auch gewertet. Hier ist jetzt mein Ziel, ups. Diese Eier einzusammeln und diese dann zum Huhn zu bringen. Und dann auch zu passen, dass die Hühner nicht, oder die Küken vielmehr, ja, die Küken nicht getroffen werden von den Bällen, die geschossen werden. Und im späteren Verlauf wird es dann immer schwieriger, dann kommen noch Schlangen dazu. Autsch. Und je mehr Küken man hintereinander, einsammelt, dann eine große Schlange, gibt es auch einen guten Kombo. Ich jetzt zum Beispiel jetzt. Gibt es nur gab es keinen großen Combo, wenn ich aber zum Beispiel 10 oder so direkt hintereinander dort abliefer. Genau, da gibt es ein super Combo. Und das Level habe ich auch gepackt. Die sind am Anfang auch nicht allzu schwer. Also. Okay, was ich auch noch zu Beginn oder irgendwo Mitte des Videos mal gesagt hatte, ist, dass ihr durch diese Minispiele eure Statistiken verbessert. Jetzt habe ich halt, durchs Eierlaufen ist gut für die Kondition. Aber es gibt auch Spiele, die Schlagfähigkeit verbessern, die Abwehrfähigkeit, die Taktik und die Netzfähigkeit. Also jede einzelne kann man speziell trainieren. Jo, ich kann jetzt auch dadurch, dass ich Eisammeln Level 3 gepackt habe, auch Eisammeln Level 4 spielen. Aber das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr im Video. So, dann lass mich kurz nochmal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Quasi gar keine mehr. Von da an sage ich schon mal danke und tschüss. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich muss nächstes Mal gucken, dass das Band wieder etwas mehr etwas zurückgespult ist. Virtual Tennis 4. Wirklich eine klasse Sache für unterwegs. Das Große hat mich jetzt nicht so gereizt, dass ich sagen muss, das muss ich jetzt unbedingt zocken. Aber irgendwie dieses Tennisspiel passt irgendwie perfekt auf ein Handheld. So, dass man das immer mal Bock hat, wenn man im Bett oder unterwegs ist. Oder auf dem Pott oder wo auch immer mal eine Runde zu zocken, ist das ideal. Oh ja, und zum letzten Mal sage ich Dank fürs Zuschauen. Besucht uns auf ravioli.de. Ich bin der Madcow und bin raus.